Das Spitzenspiel am Sonntag, Erster gegen Zweiter, KfC Uerdingen gegen RWO. Mike, das Team ist ja richtig gut in die Saison gestartet und ich war am Samstag in Wuppertal dabei. Ein bisschen Verletzungspech habt ihr aktuell. Ja, da kommen, im Moment haben wir viel Verletzungspech, aber das gehört dazu. Da müssen halt andere für eine Bresche springen und die machen alles ganz gut. Der Felix Haas ist wohl, wird länger ausfallen, ein Muskelfaserriss. Ja, was er genau hat, wissen wir noch nicht, aber es geht in der Richtung und ich denke, er wird wieder ein paar Wochen ausfallen. Aber dafür dürfen wir wahrscheinlich am Samstag wieder darauf hoffen, dass Ben Baller und Yannick Löden mit dabei sind. Ja, Yannick auf jeden Fall und Ben Baller wird eng, müssen wir gucken. Sehen wir noch erkältet? Nee, der hatte eine Entzündung im Zahn und sieht auch nicht so gut aus. Vielleicht ziehen sie ihn jetzt die Backenzähne oder so und dann ist er natürlich ein paar Tage nicht dabei. Ja, liebe Fans, am Sonntag ist es soweit. Wir haben uns gut geschlagen bis jetzt. Das Spitzenspiel steigt bei uns im Stadion. KfC Uerdingen kommt, der momentan noch Tabellenerste. Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass wir der Tabellenerste werden am Sonntag. Kommt alle schön fleißig ins Stadion und dann werden wir auch die 3 Punkte einfahren mit eurer Unterstützung. Danke.